Yo, was geht? Servus, ich bin's, euer Vollidiot. Und ja, hier ist er im Hintergrund. Was ist das? Ey, es ist kein COD, es ist kein FIFA 15, es ist kein Destiny, es ist kein Trials, es ist kein Minecraft, es ist kein GTA 5, es ist auch kein The Last of Us und den ganzen Rotz. Was ist es? Freilich, FIFA 16. Also, sprich die Demo, ne? Und, ja, ich habe mal Spiel aufgenommen, ist schon ein wenig älter. Das ist nicht das aktuellste Spiel, seitdem ich das aufgenommen habe, habe ich schon 120 andere gemacht. Das war eins meiner ersten, wo ich mich noch nicht so eingespielt habe, vielleicht sehen wir es auch an der ein oder anderen Szene. Und ja, da spiele ich mit Borussia Dortmund 09 gegen Borussia Mönchengladbach. Und ja, Dortmund spiele ich halt ziemlich gern, weil ich die Mannschaft am auch, also jetzt rein sympathiemäßig. Und auch spielerisch ist er einfach nur sexy. Und deswegen habe ich es auch gespielt. Und ja, genau. Ich wollte halt einmal so ein wenig, es juckt, ein wenig sagen, was finde ich gerne in dem Spiel, was finde ich schlecht und was könnte noch besser sein. Ja. Fangen wir einmal an. Negativ. Wie schon beim COD-Video, wo ich positiv und negativ bewertet habe. Negativ finde ich, dort sind bis jetzt, oder vielleicht bin ich einfach nur zu blöd, die Steilpässe. Die Steilpässe, also die, wo man mit Dreieck entlang schnibbelt, kommen fast nie an. Ich weiß nicht, okay, ist das eine Demo? Ja, das Hauptspiel ist noch nicht draußen. Steht in den Startlöchern, aber die Steilpässe sind mir so der Burner. Vielleicht müssen wir uns ja daran gewöhnen, wie man die halt am besten spielt, aber irgendwie. Was ich ja nicht so recht. Und ja. Naja. Steilbässe. Gut, okay. Was ist noch negativ? Negativ ist noch. Ja, was ist noch negativ? Teilweise die Grafik mancher Spiele. Die ist recht komisch, sag ich mal. Wenn ich so einen Ronaldo-Vergleich für FIFA und für PS, denke ich mir schon, hä? Wer ist denn das, Alter? Also bei FIFA sieht er eben ganz anders aus, aber okay. Grafik hin oder her, ist ja nicht so wichtig. Jedenfalls, was noch negativ ist, das sind alle Maul-Handy. Guck, jede Scheißaufnahme. Habt ihr schon gemerkt, wer guckt das Video, wer von euch das Video guckt, guckt mal die letzten drei oder vier Videos, irgendwo ziemlich am Anfang, jetzt immer, immer geht das Handy. Immer. Und ich mach's nicht extra. Ich mach's auch nicht lautlos. Ich voll Idiot. Egal. Jedenfalls. Wo haben wir denn? Es geht eh gleich wieder. Was passiert schon? Negativ. Genau. Naja. Die KI des Keepers, sprich die Torwart. Die Torwerte sind jetzt bis jetzt nie so der Burner. Ich meine, ich. Wie schon in FIFA 15 kannst du fast der Mittellinie draufbratzeln und der Ball ging eigentlich fast immer rein. Wenn du schussstarke Leute verwendet hast. Du kannst jetzt nicht einen Torhüter nehmen, ja klar. Aber die Chancen waren schon ziemlich hoch, dass die. Halt dein Maul bitte! Die Chancen waren schon ziemlich hoch, dass der Monai geht. Und. Ja. Gut. Negativ war das jetzt eigentlich bis jetzt alles. Positiv finde ich jetzt. Hey, du bist geil. Ja. Jawohl, der Schneuner, ich bin schon müde wie ein Vollidiot. Naja, positiv finde ich jetzt die Pässe. Die haben die, ja, die haben die durchaus realistischer gemacht. Läuft auch flüssiger jetzt, selber im Spiel. Ballannahme des Spielers sieht auch realistischer aus. Gut, es gibt da hin und weg mal Szenen, denkst du dich, hä? Wie hat denn der denn das mitgenommen, Mann? Aber, naja. Keine Ahnung. Die Jubel sind ja geil, finde ich. Jeder Spieler hat da seinen eigenen Jubel. Ronaldo oder so, kennt ja vielleicht seinen Jubel oder Messi oder
Aubameyang, gerade in Saldo sein. Und ja, das ist halt mit eingebaut. Finde ich nett. Gehört alles zu. Und ja. Naja. Was ich noch positiv finde, seht ihr vielleicht jetzt Bundesliga hier unten. Die Ergebnisanzeige haben sie geil neu gemacht. Könntest du echt denken, Alter? Ich schaue gerade auf Sky irgendein Scheißspiel. Das sieht echt gut aus, finde ich. Nee, so die klassische Ergebnisanzeige. Da oben links der Dortmund, ich glaube, das haben sie echt gut gemacht. Natürlich bloß im deutschen Bereich, ne? Ist ja logisch. Und ja, manchmal macht es halt auch das kleine Zeug aus. Und das finde ich echt nett, weil es halt wirklich realistischer wirkt. Man ist halt noch näher am Geschehen dran. Und was halt, aha, alles klar, das ist ein Bundesligaspiel und auf geht's. Und ja, positiv, was noch, wie gesagt, Flanken, Torschüsse sind auch gut gemacht, gewöhnungsbedürftig, wie in jedem Tal, aber man kommt da ziemlich schnell rein. Naja, die Anzeige, die Fans und die Grafik allgemein hat sich ein bisschen verbessert. Womit dieses noch nicht so drastisch aufgefallen ist. Nee, was neu dazugekommen ist, auch das Freistoßspray. Wie ja jeder weiß, ist ja neu in der Bundesliga und so weiter. Ist es auch in dem Spiel integriert. Dann natürlich auch neu Frauenmannschaften. Deutschland und USA kann man da spielen in der Demo. Im vollständigen Spiel natürlich weitere Nationen. Und ja, unter anderem Brasilien, Kanada und so weiter. Ja, was es noch Gutes gibt, finde ich, ist, naja, neuer Skill Games. Also vor jedem Spiel, mit so ein kleines Minigame, gibt es neue, haben so recht attraktive herausgeschnellt. Und ja, naja, das Spiel ist, meine Meinung, jetzt gut, es ist die Demo. Aber jetzt, wenn man immer, das ist immer so, wenn man eine Demo zockt, vor einem Spiel, wo man sich darauf freut, am besten ist das sowieso, man lädt sich die Demo in die Runde, sondern wartet da gleich am besten auf dem Hauptspiel. Da ist die Erwartung natürlich, da freut man sich natürlich noch mehr drauf und dann, bam, oh, das ist ein geiles Spiel, jetzt weiß ich ja, okay, es wird gut. Aber okay, andererseits ist es auch gut, wenn man sich der Vorbild macht. Aber FIFA hat mich bis jetzt eigentlich noch nie enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Ich zocke sie seit 16 Jahren gar nicht sei. Müsste ich ja seit 3 schon PlayStation haben. Nee. Ich zocke das schon seit auf alle Fälle ein wenig weit über 10, ja, sagen wir mal, logge. Und naja, wir waren bis jetzt keins dabei, außer gut, okay, 2000 können die schon gezockt haben. Ja. Ich bin ja schon länger dabei. What the fuck? Jedenfalls habe ich FIFA 2000 auch gezockt. Gut, das kann ja, das kann ja viel später gewesen sein. Das kann 2002 auch gewesen sein. Jedenfalls kannst du da noch für den Mittellinie so richtig aufs Tor pratzen. Ne? Für den Mittellinie lang Kreis, boom, Tor. Einmalig! Und naja, no. Bis jetzt hat mich echt noch enttäuscht. Und wo ich so richtig gesagt hätte, Alter, das ist ein Scheißspiel. Nee, eigentlich nicht. Es wird halt Jahr zu Jahr immer realistischer und das. Ist doch okay. Alles klar. Das ist das, wo den Reiz macht. Ah, das wird geil. Und ja. Jedenfalls freue ich mich dann schon auf den Game, wenn wir auf dem Kanal so richtig was rausschnibbeln. Natürlich, ich und der Dominik. Also mein Best Bro. War aber der PS4. Bald. Muss ich mich abgewöhnen. Der hat eine PS4. Aber noch nicht den nötigen Online-Zugang wird noch kommen. Und dann werden wir aber ein paar Dinge rausknibbeln. Ich gehe hin, er gehe mich. Best of 5. Wie auch immer. Wenn wir das machen, sehen wir schon. Der Verlierer muss irgendwas machen. Oder sonstigen Müll. Der Dominik hat eh noch was bei mir. Also lösen. Sprich, ich muss ihm noch irgendwas auftischen. Irgendwas überlegen. Irgendeine Strafe für den letzten Best of 5 Wettbewerb. Habe ich ja gewonnen mit 3-1. Ne, geschmarrig. Jo, durch 3, oder? 3-2. Ach, keine Ahnung.
Na, durch schon, was wird schon passen. Und ja, jedenfalls FIFA, freue mich drauf auf dem Kanal. Wird lustig. Ab und zu, wenn ich da Fußball schnibble. Gut, jetzt nicht jeden Tag so ein Video, weil es auf Dauer war, blöd anzugucken. Wird sich abwechselnd hier die Black Ops 3, FIFA und vielleicht auch ab und zu jetzt ab Montag. Ne, halt. Doch, Montag oder Dienstag. Dienstag ist der 15. Ne? Ja. 15. oder 14. Destiny, König der Versessen nennen. Zocke ich mit einem Kollegen aus der Arbeit. Kennt ihn, ja. Ist auch unwichtig. Zocke ich das Spiel wieder mal durch. Habe ich schon mal durchgezockt. Also jetzt sind aber die DLCs neu. Ja, vielleicht folgt da mal so ein kleiner Clip oder so was Längeres einmal. Ein Bossfight oder wie auch immer. Jedenfalls werde ich das nicht let's playen, weil das ist echt schon ausgelutscht. Und ja. Ja, Hauptfaktoren auf dem Kanal sind jetzt hauptsächlich, wo ich mich darauf konzentrieren werde. Auf jeden Fall FIFA 16 und Black Ops 3 habe ich mich entschlossen. Habt ihr ja schon mitbekommen. Folgen auch noch ein paar Gameplays. Habe ich auch noch auf der Festplatte gespeichert. Und ja, wenn man selbst die Zeit bringt, was da noch so kommt im Laufe des Jahres. Das war nicht mal allzu lang ist, vielleicht auch Rainbow Six und so weiter. Müssen wir mal gucken, wie das sich alles entwickelt. In dem Sinne, ja, ihr 5-0 Gewinner, Dortmund, BVB. Ja, ja, alles okay. Mich geht's gut und ich hoffe, euch geht's auch gut. Von daher, bis zum nächsten Mal. Servus, man hört sich. Ihr Wichser.